Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Carte Blanche-Reihe. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, zweimal im Jahr widmen wir einer besonderen Person der deutschen Filmgeschichte, des deutschen Filmschaffens, unser Kinoprogramm. Wir öffnen es und er oder sie darf dann das Programm bestimmen. Mit auch Dank an unsere Freunde, die das immer wieder ermöglichen. Margot Müller ist heute hier, das ist ganz großartig. Und Klaus Lemke hat ein wunderbares Programm zusammengestellt. Er hat ausschließlich deutsche Filme ausgewählt und davon in etwa die Hälfte natürlich seine eigenen Filme. Das ist nämlich das, was am wichtigsten ist, was ihn am meisten geprägt und beeinflusst hat. Das ist immer die Vorgabe. Und das, was Sie heute sehen, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass auch der Film läuft. Denn Berlin für Helden, das ist, finde ich, ein unglaublich vitaler Berlin-Film. Ja, mit so einer Energie. Vielleicht haben Sie Berlin so noch nicht gesehen. Und das ist ganz spannend, weil ansonsten hat er ja viel in München und in Hamburg gedreht. Bitte begrüßen Sie den einzigartigen Klaus Lemke. Dankeschön, Dankeschön. Schon am Singen. Also ich kann Berlin auch nicht ausstehen. Ja, aber warum bist du hingegangen? Also, du bist dann hingegangen? Ich war mal in Berlin, als ich ganz jung war. Da war ich noch Asphaltarbeiter. Und dann hatte ich wirklich einen ganz guten Job. Und plötzlich war die Mauer da. Und da war auch mein Job als Asphaltarbeiter weg. Und dann bin ich abgehauen von Berlin, wollte nie wieder zurück. Und dann wurde Berlin ja so modern und so viel Werbung und so viel Quatsch und so. Für dieses Provinznest da irgendwie. Und dann bin ich dann auch hingefahren. Aber ich habe natürlich etwas gemacht aus der Sicht von Leuten, die also nicht so klug sind wie ich, sondern die da hinfahren, weil sie dem Sog erlegen sind, was in den Zeitungen so alles steht, was man über Berlin denkt. Und insbesondere natürlich über junge Leute, die natürlich so, wie wir alle mal, als man jung war, denkt, jetzt fahre ich nach Berlin und dort mache ich von einem Tag auf den nächsten alles richtig und mein Leben beginnt morgen früh und ich bin in Berlin und das ist mein Hollywood. Und über solche Leute, das ist der Ansatzpunkt für diesen Film Berlin für Helden. Und natürlich ist das das Allerschlimmste, was man machen kann, dass man irgendwo hinkommt und sagt, also ab heute bin ich ein anderer Mensch, ab jetzt klappt alles, jetzt werde ich wirklich geil mal. Das ist aber das, was wir den ganzen Tag immer machen, jeden Morgen wieder. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo hinkommen, denken wir, jetzt geht ein neues Leben los. Und das geht auch eine Zeit lang gut. Und dann nicht mehr. Und darüber geht dieser Film. Und ganz am Anfang, eine allererste Szene ist quasi sehr autobiografisch, weil du hast das auch schon mal erlebt, was da gleich kommen wird. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas, ja, ich verrate nichts. Wir reden nachher drüber. Auf jeden Fall, okay. Es lohnt sich sehr, bis nachher hier zu bleiben. Und willst du uns noch was auf den Weg geben? Worauf sollen wir achten? Auf nichts. Bis nachher. Ist eben ein Film. Film ab, Film. Viel Spaß. Frankfurt für Helden, jawohl. Das war zu lang, ja. Ja, was für ein Film, Klaus. Das ist ja wirklich heißer Scheiß. Wie kamst du darauf? Du hattest Berlin ja eigentlich gar nicht gekannt, hattest du erzählt. Und dann drehst du sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist ja all das, was dieser Berlin-Hype so mit sich bringt, das ist in diesem Film. Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe ja auch ein bisschen reingeguckt jetzt, obwohl ich meine Filme eigentlich nie wiedersehen darf. Ich habe das Gefühl, dass Berlin sich da selbst gedreht hat einfach. Ich frage mich immer, wie das zusammenkam und dass das so zusammenkommt und wie die Leute sind und wie die auch. Ich meine, in Berlin lacht heutzutage niemand mehr. Das war vor 3 Jahren, haben die Leute noch ein bisschen gelächelt und an den Hype geglaubt. Aber heute ist das nicht mehr der Fall. Das ist schon richtige Vergangenheit. So ist Berlin überhaupt nicht mehr. Das war Berlin vor 4 Jahren, oder ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren habe ich den gedreht. Ja, 4 Jahre. Und jetzt ist das schon wieder alles vorbei.
Ja, jetzt bist du schon wieder in München, aber. Nein, nicht Berlin ist vorbei. Nein, aber dieses Berlin-Gefühl, das hat ja auch was mit dir gemacht. Also sonst wärst du ja gleich wieder gegangen. Du hast ja deine Städte immer sehr gezielt gesucht. Du hast in München angefangen und dann war klar, okay, jetzt Hamburg ist der Ort, an dem ich drehen muss. Und jetzt war dann eben auch die Option zu sagen, Berlin ist der richtige Platz. Ja, also du hast dann dich schon bewusst dafür entschieden, obwohl du dort keine Orte kanntest. Also in diesem Bonusmaterial auf der DVD sagst du, ihr seid da mit dem Auto rumgefahren und was du irgendwie nett gefunden hast, da habt ihr mal angehalten und gefragt, ob ihr drehen dürft. Ja, weil, wie ich schon mal sagte, ich mache das ja von meinem eigenen Geld. Und ich mache das natürlich zu meinem Vergnügen. Aber es war eigentlich so in Berlin, dass es mir gar nicht dauernd so viel Vergnügen gemacht hat und ich eigentlich immer wieder nach München zurück wollte. Aber dann ging es irgendwie immer weiter, ging es ein bisschen. Dann habe ich dann den kennengelernt, ich kannte niemanden vorher. Und dann ging die Story weiter mit den neuen Personen, die ich dann kennengelernt habe von Tag zu Tag. Eine Story gab es nie in meinen Filmen. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so schnell aufeinander folgt, dass ich den kennenlerne, dann mache ich das, es ging weiter und so und so. Und eigentlich wollte ich ja mal wieder abbrechen, was ich ja meistens tue. Aber dann ist der Film doch fertig geworden. Und dann haben wir auch noch diese fabelhafte Musik gefunden, die Malakoff das Kowalski, ne? Malakoff Kowalski, so jemand, der auch keine Ahnung von Musik hat, auch keine Noten lesen kann, Klavier nicht spielen kann. Ist eine Also Grundbedingung bei so dir, kam ne? alles irgendwie zusammen. Da kam eine Niete zur nächsten. Und das gab Minus und Minus, da gab da plötzlich Plus. Ja. Und ganz plötzlich hatten wir den Berlin-Film. Ich meine, das wird man in 10 Jahren erst sagen können. Bei Rocker hat man auch nicht gewusst, dass das für immer der Hamburg-Film sein wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass das ein Film wird, der in ein paar Jahren dann denkt man, oh Gott, das war die große Zeit in Berlin. Aber so denkt man ja immer. Ja, und du schaffst es vor allen Dingen, bei deinen Improvisationsfilmen ist es ja doppelt schwierig, so ein richtiges Ensemble zusammenzubringen. Das sind ja richtig viele Leute, das ist eigentlich, man meint ja, dass das viele Episoden werden, aber die sind ja wirklich verflochten. Man hat ja richtig das Gefühl, da steckt so eine ganz, ganz große Geschichte dahinter, die du da im Schnitt nur noch verweben musst. Und dabei in Wirklichkeit ist das ja wirklich jeden Tag alles neu improvisiert. Du weißt gar nicht, wo es hingeht. Ja, das ist genau das. Also, falls man den Film mag, ist genau das unvorhersehbar. Man kann das ja wirklich nicht vorhersehen, auch ich nicht. Ich habe den Film geschnitten, immerhin ein halbes Jahr mit dem Film gelebt. Ich habe am Anfang 20 Minuten gesehen, jetzt nochmal 10 Minuten. Ich war vollkommen überrascht, was nach was kam. Ich hatte das vollkommen anders in Erinnerung. Das ist aber das, was passiert, wenn man eben nicht ein Drehbuch hat und schon 5 Jahre vorher weiß, was jeder an dem den Tag sagt. Hier weiß man nie, was passiert. Und das lässt einen auch dran an den Film und zieht einen auch wohl rüber über die zugegebenermaßen auch schwachen Stellen natürlich, die jeder Film hat. Aber damit kommt man leichter rüber über Ja, die Sachen, die nicht so klappen. was dieser Film auch eben hat dadurch, ist diese Energie, diese Power. Das haben ja die meisten Impro-Filme, aber dieser Film hat so viele Stellen, wo es explodiert. Zum Beispiel vor diesem Café. Ich habe auch gehört, dass ihr da einfach mal gefragt habt, dürfen wir da drehen? Und dann plötzlich wurde mit Mobiliar geworfen. Ja, Sie können ja unmöglich hingehen und sagen, sagen Sie mal, darf ich da drehen? Wir werfen jetzt mit Mobiliar. Sondern ich versuche das meistens so auf die Art, ich sage, passen Sie mal auf, ich bin Klaus Lemke, ich habe Rocker gedreht, dann sehe ich sofort in den Augen, nein, der kennt den Film nicht, dann muss ich was tun. Die hatten den nicht gesehen und da habe ich mich auf ganz nett gemacht und dann war es zu spät, als es dann passiert ist, dann war es dann drin. Und später sind wir natürlich dann doch gute Freunde geworden, weil die haben natürlich auch gemerkt, dass das gute Reklame ist für Lokal, dass vor dem Lokal eine wirkliche Live-Szene stattfindet. Das war vollkommen ernst. Das hätte auch alles, so wie alle anderen Szenen auch. Ich meine, auch das Kokszeug ist ernst. Das kann man nicht spielen, alles. Ich meine, der hat sich da nicht gleich umgebracht, aber im Großen und Ganzen schon im Film. Ich meine, dann nicht ganz bis zuletzt. Da vielleicht den Exkurs, du hast mir vorhin von Fassbinder erzählt. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, jetzt ehrlich gesagt. Was? Fassbinder ist tot. Wollen Sie doch sicher nicht hören, oder? Naja, du hast mit ihm mal zusammengelebt, du kanntest den ganz gut. Das nur so nebenbei, wo du es jetzt gerade von der Überdosis hattest. Ja, also fast mir das genauso erwischt. Ja, das wollen Sie bestimmt nicht hören. Gut.
Ich fände es auch spannend, wie du diese Figuren findest. Also du hast hier natürlich Sarah-Lisa Vollmann an erster Stelle, die zu der du sagst im Audiokommentar, was inzwischen auch schon Kreise bei anderen Regisseuren gezogen hat, was für eine hochauflösende Braut. Erklär uns, was du damit meinst. Ja, das ist natürlich wie alles auch total improvisiert. Das fiel mir plötzlich ein, weil das stimmt ganz genau. Sie ist, also hochauflösend hat zwei Bedeutungen. Hochauflösend, dass sie alles auflöst, dass es ein Mädchen ist, die einfach Sachen sprengt, Verhältnisse. Und auch auf der anderen Seite, dass man sie vergrößern kann so leicht. Dass aus diesem, ja, das ist ein Mädchen, sie sieht auch nicht sehr viel anders aus als die meisten, aber plötzlich kommt da so irgendeine ganz andere Qualität hinter diesem Mädchen raus. Und dann sieht man auch, dass das eine gefährliche Schlampe ist natürlich. Also so wie die meisten, glaube ich. Nur sieht man das nicht so oft so deutlich wie bei ihr, deswegen sie hochauflösen. Man kapiert plötzlich, dass das eine hochauflösende Braut ist. Sie hat bei dir in mehreren Filmen mitgespielt und mich würde interessieren, ganz konkret bei Sarah-Lisa, wie hast du sie kennengelernt und wie hast du sie überzeugt, dass sie bei dir mitmacht? Sie wollte, wie die meisten Mädchen, wollte das eigentlich nicht, kannte mich auch nicht und kannte noch nicht mal Rocker, was eine Unverschämtheit ist in Hamburg, kannte sie auch nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie das kam, dass sie es dann doch gemacht hat. Ja, weil sie sich in den einen verliebt hat. Ich hatte einen anderen Darsteller und in den hat sie sich verliebt. Und das war der Grund, warum sie natürlich mit dem auch spielen wollte. Und dann hatte ich sie. Und dann hat sie natürlich Blut geleckt, dieses kleine Biest. Heute ist sie Produzentin. Und heute ist sie Produzentin und Mutter gerade geworden. Da zwei Kinder, muss man sich jetzt vorstellen, Produzentin und... Du bringst Leute ins Business. wie ist das denn? Weil wenn du sagst, die hat sich in einen anderen verliebt, in einen anderen Darsteller, aber bei dir am Set ist es ja hochgradig puritanisch. Du hast ja strikte Regeln, was da alles nicht geht. Ja, also eins ist klar bei mir, bei diesen Filmen, die so live sind, wo alles auf die Stimmung ankommt, wie die Leute geschlafen haben, wie die morgens... oder wie ich geschlafen habe. Und was in keinem Fall geht, ist Sex im Team. Also das ist das Allerletzte überhaupt. Ich meine, es gibt da wirklich genug zu ficken. Also, die müssen doch nicht untereinander hier. Denn wenn die das machen, ist alles weg. In dem Augenblick, wo Leute Sex haben im Team, und das haben die bei den meisten Filmen ja, weil die ja sonst auch nichts kriegen, außer beim Film. Aber ich verbiete das total, wenn ich das merke, sofort gefeuert. Ich tue auch jeden feuern, der eine Minute zu spät kommt. Wer das nicht kann, wer nicht wirklich auf die Sekunde fit ist, oder wer so mit so McDonald's-Becher mit Kaffee kommt, gefeuert, unbarmherzig gefeuert, ohne jede Frage. Wenn die Leute merken, dass das ernst ist, dass es mir ernst ist, dann plötzlich kapieren die und werden plötzlich gut. Allein aus dem einen Grund, weil sie denken, ich muss pünktlich sein, sonst fliege ich hier raus. Und plötzlich haben sie diese Spannung in sich und nicht dieses übliche Ding beim Film, man kommt mal an, dann 10 Minuten, eine halbe Stunde später redet der Regisseur mit einem, 3 Stunden später geht es dann los. Bei mir kommen die Leute und es geht sofort los. Und es geht auch nicht länger als 3 Stunden. Aber ich verbiete, dass die Leute hinterher zusammen weggehen und über den Regisseur schimpfen oder ich bin der Größte. All diesen Unsinn, den Schauspieler machen den ganzen Tag. Das tue ich alles weg bei meinen Laien, deswegen sind die auch so gut. Aber du drehst jetzt seit über 50 Jahren Filme. Seit wann machst du das so? War das schon immer so? Ja, ich glaube schon, aber früher war ich sicher ein bisschen liberaler. Früher war ich sicher ein bisschen sympathischer. Aber seitdem, ich weiß halt, wie man mit Jugendlichen umgeht. Sehr ganz, ganz genau, das kein Problem damit. Also entweder hart oder nicht. Also einen Zwischenweg gibt es überhaupt nicht. Nettigkeit weg. Wenn Sie mit Jugendlichen nett sind, können Sie gleich nach Hause gehen. Das gibt nur Härte, alles andere. Und wenn die das nicht merken, sind sie durch. Das sind kleine Bekloppte, so wie die heute sind, die Jugendlichen. Nichts wert. Denen muss man zumindest ganz harte Regeln geben, damit die was werden. Klaus der Erzieher. Du hast mal gesagt, den tollen Satz, Menschen über 27 interessieren dich nicht. Nein, das ist natürlich andere, das stimmt nicht. Also das stimmt so nicht. Aber Sie können doch, schauen Sie mal, wenn ich hier jemanden anspreche
Und der ist ungefähr 28 Jahre, der kann sich doch nicht leisten, mit mir 2 Monate zusammenzuhängen, ohne Geld zu verdienen und auch noch mit der Riesenmöglichkeit, dass jeder zweite Film abgebrochen wird. Das geht doch nicht mit jemandem, wenn jemand 30 ist, weiß er doch, was er will. Deswegen drehe ich immer mit Leuten unter 30, die können sich noch leisten, 2 Monate einfach mit mir da rumzuhängen, mich zu ertragen. Und auch noch die Möglichkeit, jeden zweiten Film breche ich ab, weil er mir nicht gefällt oder weil auch nichts geworden ist. Da muss man schon 25, 26 sein, um sowas überhaupt zu ertragen. Sowas Sinnloses eigentlich. Sie können auch gleich Fragen stellen. Ich habe noch eine, weil du hast jetzt ein kleines Programm ja zusammengestellt, gestern und heute in deiner Anwesenheit. Und es ist schon sehr, sehr auffällig. Der Schwerpunkt Italien ist in all diesen Filmen extrem vorhanden. Wir haben hier den Marco Barotti, wir haben den Pietro Giardini, heißt er, glaube ich, in Amore. Und Unterwäschelügens Barotti auch nochmal. Und immer wollen die, also die reden über Italien, die verhalten sich italienisch. Ja, was bedeutet ihr Italien? Weil bei uns in Bayern, in München, sagt man, für ein Mädchen gibt es nichts Besseres, als wenn der erste Lover ein Italiener ist. Und das ist wirklich wahr. Warum? Man muss es sagen, dass ein Mädchen einmal mitkriegt, wie diese sanften, schönen Lügen laufen, die man glaubt und die man so gerne glaubt und die dann natürlich verloren gehen später und die dann eine Realität weichen, der man sich stellen muss. Aber am Anfang sollte es italienisch sein und dann erst die Deutschen. Wärst du gerne Italiener? München ist die nördlichste italienische Stadt. Wir sind katholisch, wir sind nicht wie hier so Heiden irgendwie, so Protestant. Wir glauben daran, also ich glaube daran natürlich nicht, aber die Leute glauben daran, dass einem die Sachen vergeben werden. Und das spürt man ein wenig, dass einem das vergeben wird. Das sind keine Protestanten wie in Hamburg, die sich umbringen wie jeder Kleinigkeit, die mit nichts klarkommen mehr. Hier ist ja so ein Mittelding irgendwo zwischen Norden und Süden. Aber München ist halt, ich sage mal, München ist eine Ganztagslüge. Da ist nichts stimmt da an dieser Stadt. Und das Beste zu München hat König Gustav Adolf gesagt, ein Protestant, der Deutschland verwüstet hat, nur wegen Protestantismus und so, das feiern wir gerade. Deutschland war zur Zeit von Gustav Adolf, dem König, war praktisch menschenleer. So viele Leute haben die umgebracht, diese Protestanten. Und heute reden wir so über die Araber, dass sie sich umbringen. Aber wir waren natürlich viel, viel übler. Und der hat zu München gesagt, München ist eine Schindmähre mit einem goldenen Sattel. Und das ist wirklich fabelhaft gesagt. Und das ist in diesen Filmen drin. So diese Lügen, dieses so mal, dass man so hoffentlich davonkommt mit den Lügen. Oder dass man schnell vergisst, dass man einfach sich selbst vergibt mal. Dass man zu sich selbst ein bisschen, also ist doch egal, ich bin Idiot, aber fuck it, die anderen auch. Also ich mach weiter so. Wissen Sie, das Ding bei, das ist ja ein Berlin-Film jetzt, aber da ist sehr viel Münchnerisches drin. Das ist einfach, dass man, das ganze Glück liegt darin, dass einem die Meinung der anderen Leute egal ist. Aber noch viel wichtiger ist, die eigene Meinung muss einmal egal sein. Und das ist das, was Glück ist. Die Formulierung für mich von Glück, dass einmal egal ist, was ich über mich denke und trotzdem gehe ich weg. Obwohl ich gerade das Gefühl habe, was für ein Idiot, ich bin alles falsch gemacht, aber noch dämlich aussehe mit dem Hut. Aber egal, ich mache es dann einfach. Das ist und das machen diese Leute eben in meinen Filmen, weil die halt noch sehr jung sind und sich sowas leisten können. Aber das kann man sich auch leisten, wenn man so uralt ist wie ich. Harald Martenstein hat in dem Tagesspiegel den wunderbaren Satz geschrieben, dass die Münchner Bohème der großen Zeit sich in diesem Film quasi in Berlin widerspiegelt. Dieses Bohème-Abbilden, das ist dein großes Thema. Bohème, ja. Ja, Bohème ist es immer erst hinterher. Also während man das alles selbst erlebt, ist man genauso gelangweilt wie alle anderen Leute auch. Erst hinterher findet man sich plötzlich, ja, das war Bohem, das war geil mit den Drogen, den Mädchen, alles. Wenn man aber selbst drin ist, in der Sekunde selbst, langweilt man sich genauso wie alle anderen Leute sich pausenlos langweilen. Also das ist so eine Sache mit der Bohem. Also wenn du dich dein Leben lang gelangweilt hast, bei all dem, was du erlebt hast, das glaube ich dir nicht ganz. Tut man, ja. Haben Sie Fragen an Klaus Lemke? Die Chance ist da, die Gelegenheit. Dann geben Sie ein kurzes Zeichen und Pramila kommt zu Ihnen. Oder auch ein Kommentar oder generell zu seinem Werk oder zum Leben.
Ja, direkt hier erst und dann hier, genau. Erstmal da die Dame. Die Dame, das. Genau. Ich heiße Stefanie Müller-Weigand. Ich wollte fragen Sie, also einmal wollte ich wissen, welchen Sinn, also welche Absicht hatten Sie zu zeigen in dem Film? Und dann würde ich gerne wissen, ich finde manche Szenen frauenfeindlich. Hab selber in Berlin gewohnt. Ich auch. Und ich finde manche Szenen oder menschenfeindlich. Und ich habe mir überlegt, was Ihr Ziel, also was Ihre Intention da ist, welche Absicht. Weil Sie haben ja da sicherlich eine Absicht. Sie machen das ja nicht, weil Sie unkritisch sind. Das glaube ich nicht. Also das ist ganz einfach. Erstmal haben Sie vollkommen recht. Aber die Situation ist dreimal härter im Leben, als ich sie hier zeige. Frauenfeindlicher. Und dann finde ich zu diesem Thema Sex, was Sie hier so hübsch ansprechen, alles, was man über Sex sagt, stimmt. Aber das Gegenteil auch, wie bei den Russen. Alles, was man über Russen sagt, das Gegenteil stimmt auch. Das ist nicht definierbar, dieses Sex mit dem Wort frauenfeindlich. Dieser Film ist männerfeindlich. Definitiv. Denn die Frauen machen mit den Männern, was sie wollen, kleine Kinder. Und das Frauenfeindliche ist so ein kleiner Teil von dem Dreiviertel männerfeindlich, wenn man schon so darüber reden will. Ist sie nicht so? Was du männerfeindlich findest. Männerfeindlich ist, dass wenn Mädchen hier, die immer etwas stärker sind, das den Jungs auch wirklich spüren lassen und die auch behandeln, so wie Deppen, was die meisten Mädchen ja machen. Und dann reden sie von Frauenfeindlichkeit. Das ist in den meisten deiner Filme so. Das ist im Leben so. Das Leben ist ja viel. Das? Nein, ne? Bitte? Menschenfeindlich, sehr gut. Ja, seien Sie ruhig ein bisschen härter. Der Mensch ist viel zu freundlich. Also der Film ist sehr menschenfreundlich, weil der lässt die Leute so, wie sie sind und tut sie nicht reinpressen in irgendwelche Wertungen, wie sie das tun. Frauen- oder männerfeindlich, das gibt es gar nicht. Für mich. Die Leute machen das sowieso, was sie wollen. Ich bin männerfeindlich, total bescheuert, oder frauenfeindlich. Das haben die gemacht. Und das stimmt. Bloß ist die Realität dreimal härter. Du lenkst das Ganze. Ich zahle das, ja. Jeder kriegt 50 Euro am Tag. Und das ist viel Geld. Das ist die nächste Frage. Ja, ich habe gestern schon gegrübelt und heute auch wieder. Zwischen dem Tempo, den der Film hat, zwischendurch, gerade in den 16, eine Langeweile. Das hätte auch in den 20er Jahren, das hätte auch in den 60er Jahren gedreht werden können. Da wären es die gleichen Szenen gewesen. Also, ich habe schon gegrübelt, steckt da eine Absicht hinter, ich weiß nicht so genau. Also das hätte Big Wilp in den 60ern genauso gut in Düsseldorf mit dem Afrikola-Räusch machen können oder so. Das ist wirklich gut, was Sie sagen. Das war gerade ein Gespräch, den neuen Film, den ich gedreht habe. Aber das jetzt nicht. Ich will sagen, ist Sex nicht ein bisschen langweilig? Bei Jugendlichen ist es schwer langweilig. Jugendliche können das gar nicht ohne jede Menge Drogen und Alkohol, sonst das gibt es das gar nicht. Und da gibt es nicht eine Ausnahme. Denn Sex ohne das ist keiner. Die Jugendlichen sind so abgebrüht runter mit allem, dass das ohne etwas, ohne diese ganze Mittel, ohne diese ganze Betäubung gar nicht mehr geht. Und da sollte man dann nicht mehr von frauenfeindlich oder irgendwas reden, sondern von sexfeindlich. Aber das bin ich natürlich auch nicht und die Filme auch nicht. Aber die Filme erleben, die Jugendlichen erleben Sex, wie Jugendliche wirklich Sex erleben. Meistens scheiße. Wie war das in eurer Jugend? Das wissen Sie auch. Stimmt es? Ja, sehen Sie. Das stimmt auch. Vielleicht gibt es Sex mit 40, gibt es das mal irgendwann. Bitte? Wir wachsen da rein. Ne? Sehr gut. Nein, alles ist nicht so schlimm, wie ich das ja sage. Ich will Sie auch nur unterhalten. Das Sie glauben wir jetzt ja auch nicht. Besser. Da ist der große Philosoph Lemke auch da, dabei. Ja, doch, du hast bei Heidegger studiert, hör auf. Haben Sie weitere Fragen oder Kommentare?
Der ist noch das Mikro, bitte. Sie haben mir die andere Frage noch nicht beantwortet, welche Absicht, welche Intention Sie mit dem Film hatten. Bitte schön, danke. Also, ich wollte definitiv Multimillionär werden mit diesem Film. Und ich habe alles dafür getan, dass das klappt. Ja. Dass das mein letzter Film ist und ich endlich ein normales Leben führen kann, anstatt dauernd so blöde Filme zu drehen. Ja, seitdem sind 3 weitere entstanden. Man dreht Film nicht mit einer Absicht. Also es gibt niemanden auf der Welt, der einen Film mit einer Absicht dreht. Der würde ein Buch schreiben oder der würde einen Vortrag halten. Man kann Filme nicht mit Absicht drehen. Niemand weiß, selbst diese Leute, die Sie vielleicht mögen, an Regisseuren, niemand weiß, was ein Film wird. Es gibt überhaupt gar keine Ahnung davon. Man kann überhaupt nicht sagen, ich habe jetzt die Absicht, das zu machen. Das ist, Film macht, was er will, sobald es richtiger Film ist und nicht ein Hörspiel. Ja, das stimmt wirklich auch. Also ich bin froh, dass mir das jetzt eingefallen ist. Deswegen nimmst du ja auch Laien, aber du hast hier tatsächlich mal ausnahmsweise einen Schauspieler mit reingenommen. Der ein Schauspieler. Der Andreas Bichler spielt der dann Bichler ein Schauspieler. Ist ein Schauspieler. Und muss sterben, weil er Schauspieler ist, oder wie? Ja, das ist wieder mal eine gute Interpretation. Der muss sterben, weil die Schauspieler so blöde sind. Nein, überhaupt nicht. Also weil du hast ja auch schon mit Schauspielern gearbeitet früher. Und was macht es für dich anders, wenn du mit Schauspielern arbeitest, im Vergleich zu den Laien? Aber wenn ich Ihnen das erzähle, brechen Sie in Tränen aus hier. Also am Taschentücher. Wissen Sie, ich überziehe natürlich das alles, das merken Sie auch. Aber ich bin ja auch nicht Ihr Lehrer jetzt irgendwie, muss Ihnen was Anständiges erzählen. Aber lieber würde ich mit einem Regie führen, so bei einem Ochsen, als statt mit einem Schauspieler. Der Grund ist ganz einfach, weil Schauspieler sind so verzogene kleine Wichser, die raffiniert Fragen stellen können immer so. So, warum kann der Charakter jetzt nicht das oder das, damit das so ist? Das ist alles nur ein dummer Trick, den Regisseur niederzumachen. Aber bei mir geht das überhaupt gar nicht. Also ich hau das sofort zurück. Also ich... Was macht einen guten Regisseur aus? Unsinn gar nicht. Dass er ein Tyrann ist und diese Wichser fertig macht, mehr nicht. Das kann ein guter Film werden, sonst gar nichts. Wenn man auf die Leute hört oder auch nur nachgibt oder ein Mädchen glaubt oder irgendwas macht, nichts, auch den Kameramann nicht glauben. Man ist verloren in dem Moment. Man muss einen Film machen, muss sagen, fuck, ich mach den jetzt. Aber das kann sich ja niemand leisten, weil die ganzen Wichser ja alle Filme mit ihren Steuergeldern machen, die einfach verschleudert werden für nichts. Ich mache die Filme von dem wenigen Geld, was ich so verdiene bei der Werbung oder auch nicht. Und ich kann mir diese Attitude gegenüber dem Leben und dem Film und dem, und dann entstehen solche Filme. Und die Frage ist auch vollkommen richtig mit frauenfeindlich und all das. Aber das ist nun genau der Fall auch. Das ist genau der Fall. Und wenn es um Drogen geht, also Berlin ist so verdrogt, da kann sich Frankfurt überhaupt kein Bild von machen und München ist dagegen eine Kleinstadt. Was ich hier an Drogen zeige, ist also ein, ich müsste das mal 5 müsste das sein, damit es stimmt ungefähr. Und was die Frauenfeindlichkeit angeht, also die sogenannte, ist das auch mal 3. Wenn Sie wüssten, wie Jungs reden oder wie Mädchen reden, das ist ja noch viel schlimmer. Mädchen sind doch noch, also das gibt es ja überhaupt gar nicht, wie Mädchen über Jungs reden. Das sind ja noch nicht mal Frettchen oder Tiere, so reden die über Jungs. Wir reden bei Mädchen noch als Möglichkeiten für Sex. Mädchen da längst drüber hinaus. Stimmt's? Ich wollte trotzdem, auch wenn du jetzt 3 Bögen weitergeschlagen hast, noch fragen, du hast ja auch selber schon mal in deinen 50 Jahren Karriere Schau gespielt, also warst selber Schauspieler. Jetzt redest du so über Schauspieler. Was haben wir vom Schauspieler Lemke zu erwarten, wenn man dich als Regisseur besetzt? Ja, also ich hoffe, ich habe in meinem neuen Film spiele ich auch die Hauptrolle. Was? Da spiele ich genau mich. Wie ich so kleine Mädchen benutze, um an Geld ranzukommen. Das Geld gebe ich dann mit irgendwelchen Schlampen aus und den verspreche ich Filme und daraus wird trotzdem ein Film. Bad Boy Lemke. Daraus wird trotzdem ein Film. Aus all diesen Lügen, aus all diesen, wenn man kein Geld hat, wenn man Leute belügen muss, wenn man sie betrügen muss.
aber aus all dem wird dann ein Film und das wird ein wirklicher Film dann. Währenddessen diese Filme, die 5 Jahre überlegt werden, durch die sind keine Filme mehr, das ist einfach nur Abitursaufsätze. Und der entsteht für Arte, hast du vorhin erzählt. Nein, der ist fürs Kino, den ich gemacht habe. Jetzt mache ich einen neuen, also der, ach so, ja richtig, ja. Ich habe einen Film jetzt gedreht, jetzt komme ich durcheinander. Weil darauf wollte ich auch noch hinaus, weil du schaffst es ja trotzdem, obwohl du das alles bekämpfst, dieses Papas Staatskino, du hast es ja auch im Vorfilm nochmal gebracht, hier auch wieder, ZDF ist mit dabei, in welcher Form auch immer, kannst du gleich erzählen. Du hast gestern gesagt, dass das für dich kein Ausschluss ist, weil das ist ja einfach Rundfunkgebühren. Viele sehen aber quasi da drin ja so eine Art Staatsfernsehen. Wie würdest du solchen Leuten entgegentreten, also die dir sagen würden, ach, wenn der Lemke das sagt, in Wirklichkeit arbeitet er ja mit denen zusammen. Überhaupt nicht. Ich mache die Filme von meinem Geld und wenn ich dann keins mehr habe, dann zeige ich den einen Fernsehsender das, was ich jetzt gerade so gedreht habe, so zusammengeschnitten und frage, ob die dann einsteigen würden. Aber dann will ich immer noch kein Geld, sondern kriege ich einen Brief, da steht drauf, wir finden Lemkes Film sehr interessant und würden, auch wenn er je fertig wird bei diesem Wichser, würden wir gerne auch ein bisschen Geld geben. Damit gehe ich zur Bank, die Bank kennt mich, ich kriege darauf wieder 50.000, damit mache ich den Film fertig und dann erst entscheidet der Sender, also in dem Fall das ZDF, die mir wirklich die fähigsten Leute schicken, ob das interessant ist für die. Und wenn es dann nicht interessant ist für die, dann versuche ich es woanders. Und wenn das auch nicht klappt, werfe ich ihn weg. Ich finde, man sollte nicht so viel Zeugs um Film machen. Zum Glück. Auf der anderen Seite mag ich Schauspieler, also glauben Sie nicht, dass ich ganz doof bin. Also Lars Eidinger, und es gibt hier wirklich Leute, die was können hier in diesem Land, aber die machen sich fertig, die wollen dann zu viele Sachen Lars Eidinger, der ja wohl der Star ist hier, ich kriege pausenlos, wir machen jetzt einen Film, Lemke, ich muss so einen Film machen, das kriege ich ständig von den meisten Leuten, die sie kennen, aber für die bedeutet ein Film machen, 2 Tage in München, dann müssen sie nach St. Petersburg, danach drehen sie in Paris noch 4 Tage und am Wochenende können sie wieder 2 Stunden mit mir. Also so kann ich keine Filme drehen. Aber so werden Filme gedreht. Aber nur so. Weil ihr 2 Monate jeden Tag? Nein, nicht. Also manchmal fällt mir auch nichts ein, dann wird nicht gedreht. Aber ich brauche die Leute 2 Monate auf Standby. Wenn mir was einfällt mit denen, müssen sie da sein. Ich kann das nicht verschieben auf übermorgen. Deswegen sind die Filme ja auch sozusagen so frisch, hoffe ich. Haben Sie noch eine Frage an Klaus? Ansonsten habe ich eine allerletzte, denn wir haben ja jetzt 1 Monat Klaus Lemke hier im November. Warum sollten wir in deine Filme gehen, die du ausgewählt hast? Was ist das Besondere daran? Genau. Weil ich habe meine Lieblingsfilme ausgewählt, das sind deutsche Filme. Und ich habe die Filme danach ausgewählt, ob das so Filme sind, wo die Regisseure vorher wussten, wie es geht, sondern das sind alles Filme, wo der Film die Regisseure überrannt hat. Man merkt bei all diesen Filmen, die ich ausgewählt habe, dass die wollten zwar mal was, die Regisseure, aber dann kam der Film, Und der hat dann auch dieses ganze Intellektuelle der Regisseure oder Regisseurin einfach überrannt. Und daraus ist etwas geworden, was extrem widersprüchlich geworden ist, aber was extrem touchy ist, was einen das Leben erleichtert, wenn man so etwas sieht, wo man rausgeht aus dem Kino und sagt, verflucht, das ist auch ein Leben noch. Jetzt mache ich meins auch mal ein bisschen anders. Solche Filme habe ich ausgesucht. Genau, und dazu noch eine Videobotschaft erstellt in einer Tiefgarage, wo Klaus Lehm in 3 Minuten erzählt, warum es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Alleine deswegen lohnt es sich, auch in diesem Monat hierher zu kommen. Wir sagen ganz herzlichen Dank für die Carte Blanche und ganz herzlichen Dank, Klaus Lemke. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Thank you.